Eine Ausstellung von Daniel Knorr ist immer eine Überraschung, weil man nämlich nie weiß, was man zu sehen bekommt. Daniel Knorr ist weder ein klassischer Maler noch ein klassischer Bildhauer und so etwas wie einen persönlichen Stil strebt er auch nicht an. Seine verschiedenen Installationen und Werkreihen springen vielmehr von Stil zu Stil und von Materie zu Materie. Sie können bunt und glänzend sein, wie hier in der Ausstellung in der Galerie Next St. Stephan, oder auch rau und schmutzig, wie seine Künstlerbücher, die er in Athen produziert hat. Wie also soll man die künstlerische Profession von Daniel Knorr benennen? Die Herausgeberin des Buches, das jüngst zu seiner großen Retrospektive in der Kunsthalle Tübingen erschienen ist, hat sich mit dem Begriff Konzeptkünstler zu helfen versucht. Aber das trifft die Sache leider auch nur zur Hälfte. Die Quintessenz der Konzeptkunst, die sich ab der Mitte der 1960er Jahre entwickelte, besteht bekanntermaßen darin, dass die Idee, das Konzept das zentrale Ding ist und die Realisierung gar nicht wichtig ist. Sie kann auch unterbleiben. Bei Daniel Knorr ist just das Gegenteil der Fall. Sein zentraler, von ihm oft benutzter Begriff ist Materialisation, Materialisierung. Auch die hier in der Galerie gezeigten Werke werden von ihm Materialisierungen genannt. Und es sind tatsächlich alles andere als spröde, pseudokluge Textarbeiten. Aber wechselnde Konzepte liegen seinen Werken natürlich trotzdem zugrunde. Im Falle der ausgestellten Canvas Sculptures besteht das Konzept beispielsweise darin, so zu tun, als ob sich die Ölfarbenschicht eines abstrakten Gemäldes von der Leinwand lösen könnte. Also zu suggerieren, dass sich ein Bild vom Bildträger buchstäblich emanzipiert und davon macht. Als Vorlage hierfür hat Daniel Knorr farbprächtige Werke der klassischen Moderne von Picasso, August Macke, Paul Klee und so weiter herangezogen, die dieser Absicht einer essentiellen Malerei symbolisch schon in sich tragen. Doch kurz bevor sich dieser agile Farbschleier tatsächlich davon macht, hat ihn der Künstler gleichsam mitten in der Bewegung mit UV-beständigem Polyutheran fixiert. Daraus ergeben sich Reliefs, die man ihrerseits als Kunstwerke an die Wand hängen kann. Vor den Objekten aber wird dann sehr schnell klar, dass mit dem Wissen um das Konzept allein noch nichts gewonnen ist. Erst dann beginnt nämlich die Materialisierung. Materialisierung ist ein sehr ungewöhnlich verwendeter Begriff von Daniel Knorr. Gemeint ist damit wohl am ehesten ein geisterhaftes Wandern der Formen und Stile durch die Materien hindurch. Also ganz ähnlich wie die Ölfarbenschichten, die sich als Geisterbilder auf den Weg machen wollten.